Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Müsste man mit Thomas Tuchel eigentlich jetzt schon verlängern? Der Vertrag läuft ja noch. Also für mich momentan sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf, dass ich jetzt einfach sage, ich gehe jetzt in Vertragsverhandlungen. Also für mich sind jetzt eher die nächsten Spiele das Wichtige. Du hast Spiele gegen Köln, Auswärtsspiele Köln, Hoffenheim, ja, die sind schwer genug. Dann hast du mit dem letzten Heimspiel gegen Augsburg. Ich denke, das solltest du erstmal spielen und dann sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Findest du ein Team, findest du eine Formation, wie geht es weiter? Weißt du, wir kommen ja von eins ins andere, wo du auch sagen kannst, was ist mit Aubameyang? Bleibt der noch? Ja? Wird der im Winter vielleicht schon weggekauft? Vielleicht kommt ein riesiges Angebot. Sprechen wir nachher noch drüber. Das sind ja alles so Themen, weil klar, Borussia Dortmund entwickelt ja auch viele junge Talente, die sie jetzt haben. Ein Dembélé, der wird irgendwann auch, der wird eine gewisse Zeit jetzt da bleiben und irgendwann, so wie der jetzt momentan schon einschlägt, 19 Jahre, wird er auch ein riesiges Angebot kriegen. Mhm. Ja, und das ist die Frage, kann ich diese Spieler halten? Will ich sie halten? Wie lange kann ich sie an mich binden? Und ich glaube auch, dass beim Thomas Tuchel jetzt eben auch momentan nicht die Trainer, oder vielmehr die Verlängerung des Vertrages halt eben eine Rolle spielt.